Lasse Körper und Geist beiseite. Erfahre dich als dein wahres Selbst. Kommentar zum Vers 220 vom Viveka Chudamani von Shankaracharya. Shankara schreibt: Ebenso, wenn man den Körper, den Intellekt und die Reflexion des Bewusstseins darin beiseite lässt, erkennt man vollständig das eigene wahre Wesen, den in der Intuition im Herzen versteckten Seher, das Selbst, das ungeteilte Bewusstsein, das alles erleuchtet. Es unterscheidet sich vom Sichtbaren und vom Unsichtbaren. Es ist ewig, allmächtig, allgegenwärtig, alles durchdringend und sehr subtil. Es hat weder innen noch außen und ist identisch mit der höchsten Wirklichkeit, mit Brahman. Was ist das Selbst? Wer bist du wirklich? Er sagt, es ist verschieden. Also es ist verschieden von Deha, vom Körper. Verschieden vom Intellekt, Dhi. Und es ist auch verschieden von der Reflexion des höchsten Bewusstseins. Man muss sich losgelöst haben, Vishritya. Losgelöst, wie, Shri, habend, Buddhau, vom Intellekt. Wenn man sich also vom Intellekt losgelöst hat, dann erkennt man das Selbst als verschieden vom Körper und von der Psyche. Und dann erkennt man dieses Nihita, ganz verborgen, in Guhaya, im Herzen, in der Höhle, in der Tiefe. Und dort ist der Seher, Drashtri. Und dieser Seher ist Atman, das Selbst. Er ist Akanda, ununterbrochen, und Bodha, reine Erkenntnis. Und dieses Selbst, Sarva Prakasha, erhält alles. Prakasha macht sichtbar oder ist das Licht von allem, Sarva allem. Und dieses ist Vilakshana, verschieden, vom Manifesten und vom Unmanifesten. Denke darüber nach. Lass diese Worte auf dich wirken. Lasse Körper und Intellekt beiseite und die Reflexion des Bewusstseins als Individuum. Gehe tief in dein Herz hinein. Erfahre dich dort als reines Bewusstsein. Mit diesem Bewusstsein nimmst du alles andere wahr, aber du bist nicht begrenzt auf irgendetwas.